Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und ihr habt sicherlich alle diesen Clip gesehen. Die Rede ist vom neuen Phantom GT Flyease und ich würde sagen, es ist natürlich meine Aufgabe als Fußballschuhkanal Nummer 1, diesen Fußballschuh zu haben, deswegen heute in der Post gewesen. Der neue Phantom GT, den wollen wir uns heute mal genau anschauen und gucken, ob dieses System wirklich so funktioniert, wie man das in dem Clip sieht. Sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Transformers. Deswegen bin ich gespannt, was dieser Fußballschuh drauf hat. Heute gibt es ein kleines, aber feines Boot-Talk-Video mit dem Unboxing, also seid gespannt und ab ins Video. Nike bringt also einen ganz neuen, verrückten Fußballschuh raus. Ihr habt es im Video gesehen, man kann bei diesem Fußballschuh die Ferse quasi abklappen, um so leicht in den Fußballschuh reinzukommen, was bei den Academy-Modellen ja immer so ein bisschen ein Problem war bei Nike. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines, aber feines Unboxing, schauen uns den Schuh genauer an und dann erzählen wir mal noch die Story dahinter, ob das Ganze wirklich funktioniert und was es auch zu beachten gilt. Aber ich würde sagen, genug gelabert, jetzt packen wir das Ding erstmal aus. Hier haben wir also das gute Stück, hier sieht man es auch nochmal. Dies ist die quasi neue Academy-Variante vom Phantom GT mit diesem sehr, sehr Transformer-artigen Design. Ich würde sagen, Karton nicht groß besonders, deswegen aufmachen. Hier haben wir ganz normales Papier und hier ist auch schon der neue Phantom GT Flyease. Und zwar haben wir hier auch dieses ganz prägnante Detail und zwar dieses Flyease. Ich bin echt gespannt, wenn man das hier aufmacht. Hier geht es auf jeden Fall nicht auf, sondern hier. Und man kennt auch schon, es ist ein Klettverschluss am Schuh. Sprich, kann es hier ganz normal aufziehen. Ich mache es mal von der anderen Seite, kann man es besser erkennen. Und habe dann quasi diesen Einstieg hier. Hier hinten, das habt ihr im Video gesehen, können wir normalerweise runterklappen. Und kann man tatsächlich, wie sieht denn das aus, Leute? Also tatsächlich wie im Videoclip haben wir hier die Ferse, die man dann wieder hochklappt. Und dieses Band, das quasi wieder um den Schuh drumherum kommt und dann ist das Ganze quasi secured. Bin mal gespannt, wie der Halt innerhalb des Schuhs ist. Die Sohle, nicht wirklich besonders, sieht man, dass es ein Takedown-Modell ist, aber was mich auch noch positiv überrascht, ist dieses weiche Obermaterial. Also man spürt hier jetzt nicht unbedingt den direktesten Unterschied zum Top-Modell, zum Phantom GT Elite. Aber die Idee ist halt einfach nur ultra krass. Wir haben hier auch noch eine kleine Anleitung und zwar innenrum, Ferse runter und dann klappt man das Ganze auf und wieder zu. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und tatsächlich funktioniert das so, wie Nike das gesagt hat, beziehungsweise die Optik zumindest. Ich weiß nicht, wie der Halt ist. Das Band hat hier mehrere Klettstreifen, sprich man kann es wahrscheinlich sehr gut anpassen. Aber ich bin mal gespannt, wie dann die Schnürung ist, weil ich kann ja nur hier so ganz eng drumherum. Und dann zack. Das ist immer noch locker. Also ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Vor allem hier, finde ich, sieht es teilweise ein bisschen billig aus. Aber die Idee von der Seite, finde ich, sieht sehr cool aus. Genauso von hinten. Aber muss man natürlich aufpassen, dass es schön sitzt, weil der Sitz, ich habe jetzt hier ein bisschen schlecht gemacht, daran, dass ich nicht richtig an den Schuh rankomme. Aber tatsächlich von der Optik her zumindest genauso wie im Video. Hier ist also der brandneue Phantom GT Flyease. Ihr habt es jetzt im Video gesehen, wir haben tatsächlich einen der verrücktesten Fußballschuhe, die ich je in der Sammlung hatte und auch hier auf YouTube zeigen konnte. Ich finde das extrem krass, was Nike sich hier überlegt hat und auf jeden Fall für mich einen der verrücktesten oder vielleicht sogar der verrückteste Fußballschuh 2020. Jetzt würde ich mir direkt eure Meinung interessieren, was sagt ihr zum Phantom GT Flyease? Lasst mal einen Kommentar da, findet ihr die Idee cool oder glaubt ihr eher, nee, das war eher ein Griff ins Klo, weil der Halt nicht gut sein wird. Es wird definitiv natürlich noch eine Review kommen, das drehe ich jetzt direkt nach diesem Video ab. Ich wollte ihn aber schon mal euch zeigen, dass ihr wisst, okay, hier kommt ein Video zu diesem Fußballschuh auf dem Kanal, auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1, wisst ihr ja, dass hier keine Fußballschuhe ausgelassen werden. Deswegen reden wir jetzt mal noch kurz über diesen Fußballschuh, was ihr im Test erwarten könnt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr nämlich auch schon mal in den Kommentaren stellen. Dann können wir die vielleicht im Review aufgreifen. Ich finde Fußballschuhe auf jeden Fall sehr, sehr krass. Wie gesagt, Nike hat sich dabei Folgendes gedacht. Da man in die Academy-Schuhe manchmal schlechter quasi reinkommt, hat Nike sich dieses Band überlegt, dass man quasi den Schuh, wie im Unboxing gezeigt, so aufmacht und dann die Ferse runterklappt und dann leichter in den Schuh reinkommt. Das wird definitiv, denke ich,
auf jeden Fall angenehmer sein zum Reinkommen. Aber wie krass sieht es eigentlich aus, wenn hier so ein Band rumhängt? Ich bin mal gespannt, wie die Haltbarkeit ist. Und die wichtigste Frage, die sich natürlich stellen wird, generiert dieser Fußballschuh auch einen guten Halt, dass man quasi leicht reinkommt, aber natürlich auch einen guten Lockdown hat. Das ist natürlich sehr entscheidend. Da bin ich sehr gespannt und tatsächlich etwas skeptisch, aber ich lasse mich tatsächlich etwas des Besseren belehren. Deswegen bin ich gleich auf dem Platz, bin sehr gespannt, diesen Fußballschuh zu testen. Aber von der Optik einfach extrem verrückt, sowas mal zu sehen. Ich muss die Ferse, glaube ich, hier noch richtig runter machen. Okay, das Klettverschluss nervt mich jetzt schon so ein bisschen. So, jetzt mit Spannung vom Rum. Und jetzt ist der Schuh wieder zu. Es sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus und ich muss sagen, bevor wir gleich nochmal über dieses Flyleaf-Band sprechen, das Obermaterial, wir haben hier auf jeden Fall ein sehr, sehr softes Obermaterial, vom Touch auf jeden Fall besser als die bisherigen Academy-Modelle, zum Beispiel bei Vapor, da war der Touch deutlich, das Obermaterial deutlich dicker als im Nike Vapor 13 Elite beispielsweise. Was aber auffällt, ist, die Grip-Struktur ist hier ein bisschen anders angeordnet. Nicht ganz so krass, dass diese schwarzen Punkte sich erheben, sondern hier sind weiße Punkte. Habt ihr gerade auch im Unboxing gesehen. Also im Design her ein bisschen anders, aber die Sohle ist auch fast identisch. Ich kann kurz den zweiten Mal den Elite-Schuh holen. So, hier sieht man den Sohlenunterschied. Hier natürlich ein bisschen hochwertiger beim Elite-Modell und beim Phantom GT Flyleafs, aber auch ohne Mittelsohle. Bin mal gespannt, wie die Haltbarkeit hier ist. Für mich natürlich die Angriffsfläche Nummer 1. Bin mal gespannt, wie sich der Schuh gleich auf dem Platz schlagen wird. Wie gesagt, auch die Grip-Struktur ist hier anders. Hier haben wir die schwarz-weißen Erhebungen und hier haben wir nur so weiße Punkte über den schwarzen. Aber so an sich muss ich sagen, wirkt auch der Academy-Schuh tatsächlich hochwertig. Und natürlich durch das Flyleaf-Band sieht er noch ein bisschen anders aus als die Elite-Variante, aber ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt das optisch extrem gut. Ich bin deswegen sehr gehypt, wie der Fußballschuh gleich auf dem Platz sich erschlagen wird. Mein Bedenken, wie gesagt, der Halt. Lass mich dann gerne eines Besseren belehren. Aber ich denke, der Komfort wird eigentlich ganz gut sein, weil wir hier eine leichte, also eine sehr weiche Ferse haben, eine sehr dehnbare. Und ich finde den Schuh schön flach gestellt und einfach extrem cool. Dieser Fußballschuh ist ja von Nike wirklich so das Forschungsprojekt, das die letzten 2 Jahre quasi gemacht haben. Der Fußballschuh wurde in vielen, vielen Tests entwickelt, im Labor, mit quasi Heatgrips, die man aus dem Fußball kennt, mit Touch Control, also dass man gucken kann, wo wurde der Ball am meisten berührt im Fußballschuh. Da befinden sich die Gripstruktur und auch die Mittelsohle soll quasi für maximale Geschwindigkeit nach vorne ausgerichtet sein. Wir haben natürlich schon ein Review zum Phantom GT Elite, könnt ihr natürlich gerne abchecken, aber heute direkt dann noch im Anschluss drehe ich das Review zu diesem Fußballschuh, zum Nike Phantom GT Flyleaf. Das heißt, eure Meinung zum Schuh gerne in den Kommentaren da lassen und auch falls ihr Fragen habt. Wird auch immer oft gefragt, ob ich die Preise mit dir nennen kann. Selbstverständlich, aktuell kostet der Fußballschuh bei Nike 77 Euro. Eigentlich einen relativ guten und günstigen Preis auch für einen Fußballschuh im Academy-Bereich. Deswegen meine Erwartungen auf jeden Fall sehr hoch an diesen Fußballschuh. Bin definitiv gespannt und auch das erste Mal in den Schuh reinzuschlupfen, da bin ich gerade sehr gehypt. Deswegen schneide ich das Video jetzt natürlich und dann geht's später auf den Sportplatz. Das war es auch schon wieder zum Nike Phantom GT Flyleaf. Also ein sehr, sehr krasser Fußballschuh für mich, der verrückteste dieses Jahres. Jetzt geht's gleich auf den Sportplatz, also seid gespannt. Wenn ihr das Video natürlich nicht verpassen wollt, lasst jetzt schon mal unbedingt ein Abo da und die Glocke aktivieren. Heute kommt vielleicht sogar noch ein zweites Video. Es wird nämlich nochmal ein Video zum Neymar-Schuh geben. Den haben wir heute auch reinbekommen. Also wird sehr, sehr krass. Und es gibt auch neue Details aus dem Neymar-Deal. Außerdem eigentlich schon 3 neue Folgen Fußballschuh-News abgedreht. Also die kommenden Tage wird es auf jeden Fall wieder ordentlich Vollgas geben hier auf diesem Kanal. Also seid gespannt. Wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Schuh, wie gesagt, Kommentar da lassen. Also wir sehen auf jeden Fall uns vielleicht später schon. Ansonsten spätestens morgen wieder zum nächsten Video, zum Review zu diesem Fußballschuh. Also seid gespannt. Genauso zum Puma King von Neymar gibt es ein Review und ein Tech Talk Video. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt die Glocke aktivieren. Jetzt aber genug gelabert. Ab auf den Sportplatz und